Ja, guten Morgen von mir. Schön, dass so viele noch hier sind, oder schon wieder hier sind, nach dem Vorstellungsstand. Und jetzt habe ich es nicht geschafft. Mein Name ist Henrik Boss. Ich arbeite bei Regional im Bereich Bioprocessing und möchte ich mit euch heute ein paar Neuigkeiten aus dem Projekt präsentieren. Kurzer Überblick. Erst möchte ich ein bisschen eingehen auf aktuelle Entwicklung im DPS-Projekt und gemischt bei Clients, der Umzug auf GitHub. Dann zwei etwas detailliertere Kapitel oder Sections. Einmal geht es um das Testing, speziell unsere Tests in DPS und dann auch um die Compliance-Tests vom OpenGeospatial Consortium für DPS 1.0. Und eine weitere etwas detailliertere Kapitel geht dann um den WPS 2.0, die aktuelle Entwicklung. Es ist geplant, dass die neue Version Mitte des Jahres über OTC veröffentlicht wird. Okay, erstmal ganz kurz noch zum TypeScript WPS. Ich hoffe, der WPS, der Processing Service, ist hier allen ein bisschen im Begriff. Das ist eine Service-Spezifikation vom Open Geospatial Consortium und das Software-Projekt von TypeScript. Dass dieses Interface implementiert, ist aktuell in der Version 3.2.0 veröffentlicht. Und wir unterstützen eigentlich alle Features und Operationen in der Spezifikation in der Version 1.0. Die Operationen sind nicht bekannt. Es gibt drei Stück. Einmal eine Zahl. Nicht allen UDC-Services zu eigen und Capabilities, wo man halt Informationen über den Service generell kriegt. Wer ist der Service Provider? Gibt es Zugriffsbeschränkungen? Gibt es welche Kosten? Sowas. Dann gibt es speziell für den DPS eine weitere Operation, die zwei Prozess, wo halt Prozesse, die in der Prozess angeboten werden, näher beschrieben werden, was für Inputs benutzt werden oder benötigt werden und was dann letztendlich als Output draufkommt. Ja, und die dritte Bildoperation von einem DPS ist halt eine Execute-Operation, wo man halt einen Prozess durchführt und dabei halt die nötigen Inputs übergibt. Unser DPS kommt halt schon out of the box. Mit Unterstützung für Prozesse. Einmal kann die kommen von H7. Da gibt es ja alle möglichen Module und die können halt direkt in unserem DPS umgebunden werden. Es gibt eine weitere Prozessbibliothek, Sextante, die ist allerdings schon ein bisschen älter. Nichtsdestotrotz funktioniert da alles noch soweit und das wird auch schon unterstützt. Wir unterstützen auch der VR-Software, das ist auch bekannt für statistische Berechnungen. Also wir können Skripte direkt hochladen in den DPS, die dann als DPS-Prozesse umstehen über eine Web-Oberfläche. Ja, und natürlich unterstützen wir auch verschiedenste Programmiersprachen. Der DPS selber ist in Java geschrieben, sodass natürlich Java-Prozesse unterstützen. Aber es gibt keine Grenzen gesetzt, sei es das Python oder C, plus was bedeutet das? Die weitere Spezialität von uns, wir haben halt auch direkt auf dem Box verschiedene Parser und Generatoren. Ja, zum Parsen von Inputs und zum Generieren von Outputs, zum Beispiel können Sie mit dem Python-EPS einen bestimmten Shell-File schicken als Input. Das können wir dann halt verarbeiten. Wir unterstützen auch zum Teil der Regierung, wenn halt der Input als GML zum Beispiel kommt, können wir halt validieren, dass der ein Schema ausgeht. Das sind schon viele Tipps. Vielleicht unten im Gegensatz zum Fall, der zum Beispiel
der ja, wie man schon gesagt hat, mit Neubringen kommt, der vielleicht auch nicht erst mal mitbringen. Soweit dazu. Dann die aktuellen Entwicklungen, die zurzeit laufen oder im letzten Jahr, im letzten Kurs gelaufen sind. Einmal sind wir umgezogen auf GitHub. Wir haben eine neue Admin-App auf der Oberfläche. Wir haben im Zuge auch der GitHub-Migration dort jetzt einen neuen JavaScript-basierten Client entwickelt. Und ganz kurz würde ich mal vorstellen, was auch brandaktuell ist jetzt im Rahmen von OBS-10 entwickelt wird, ist halt, dass ja, Provenance-Informationen, Provenance-Herkunft zu übersetzen der Ergebnisse, also Provenance-Informationen, können jetzt auch von WPS, von WPS mitgeliefert werden. Dazu werde ich noch in das Detail gehen. So, ja, ganz kurz zum GitHub und so. Ja, wir sind dort ganz oben die URL, von dem das Projekt jetzt zu erreichen ist. Vorher war es halt in dieser Version. Und da sind wir umgezogen, inklusive der History. Das heißt, alle Commits und alle Entwickler haben das halt mitgenommen zu GitHub. Ja, wir folgen dem Fork und Gründungstag. Das heißt, unsere Entwickler haben alle ihr eigenes WPS-Repository auf GitHub und einen Fork und arbeiten eigentlich auf dem, auf ihrem eigenen Fork. Machen Bugfixes, implementieren neue Features und die werden dann halt in das Haupt-Repository in Kommunikation zurückgespielt. Genau, so früher Tests gemacht. Und aktuell werden Pull-Requests, wenn sie ankommen, einfach von den Entwicklern getestet und akzeptiert. Also wir haben jetzt noch kein Committee oder ähnliches implementiert. Dafür ist das Projekt auch ein bisschen zu klein. Ja, die Entwickler schaffen einfach die Pull-Requests und testen die ganz in der Schnauze sozusagen. Ja, eine neue weitere Entwicklung, sehr schön, ist eine SMF für den WPS. Das passiert die Entwicklung im Rahmen von einem Newcomer Code-Projekt letztes Jahr. Und mit dieser SMF ist es halt möglich, den WPS zu kontrollieren. Einmal generelle Sachen, die für den WPS im Endeffekt kontrolliert werden müssen. Wie ich gerade schon erwähnt, halt zum Beispiel den Service Provider, die Abilities. Da gibt es dann noch einige weitere Variablen und über diese App ist es auch möglich, eine Person, die halt spezifisch für den typischen Nord-DPS ist, konfigurieren. Wie gesagt, diese Parser-Generatoren, die wir haben, kann man dort konfigurieren, die Input-Formate. Ja, das ist dann möglich, auch nutzerbasiert. Es gibt einen Test-Client. Ja, was halt von den Studenten halt genannt in dem Summer Code entwickelt wurde, ist das Interface, also das User Interface, webbasiert und die Persistenzschicht. Aber was uns dann halt auch vorher schon ein bisschen klar war und im Rahmen des Projekts dann wirklich auch klar geworden ist, dass die Änderungen am WPS selber als zu aufwendig werden, als dass sie in diesem Nutzer auf Projekt realisiert hätten werden können, sodass das die neue Admin jetzt noch nicht in den Master, vorher war es halt getrunken, und das verändert, dass es ein Master auch gibt, wenn das Masterprojekt integriert ist, sondern es ist jetzt eine parallele Entwicklung zum Zeitpunkt und ist halt geplant für so gut die Releases. Ja, so sieht es aus. Ich habe jetzt mal kein Bild von der aktuellen App eingefügt, aber ich kann mir glauben, dass das schon eine Verbesserung ist. Und ja, wir arbeiten daran, dass es dann schlussendlich auch in der neuesten Release dann auch bei WPS dabei ist.
Ja, ganz kurz noch zu einer weiteren Entwicklung. Im Rahmen des GPS-Projekts, das ist jetzt bei den Clients, aber Clients gehören halt auch zu dem Service dazu, wie wir finden zumindest. Und das ist unser GPS-JS-Projekt, das ist halt ein JavaScript-GPS-Client. Sehr leichtgewichtig, baut auf Open Layers auf. Und ja, zumindest hoffen wir das, dass der Client sehen, dass es sehr unabhängig ist von den verschiedenen GPS-Implementierungen, die es so gibt. Das Ganze aus. Das ist halt alles die Pflicht, aber das kann man alles erweitern. Man kann sich das Layout selber zusammenbasteln, nach ganz nach seinen Nischen. Und ja, was wir halt machen, also da gibt es halt keine Validierung. Das ist halt, finden wir, immer der Knackpunkt bei verschiedenen GPSen, dass man halt nicht genau weiß, was da jetzt als Input-Daten genommen wird. Das Punkt 3, dass es ziemlich offen gelassen wurde in der Spezifikation. Und ja, wir machen keine Regierung, es gibt einfach für komplexe Input-Daten ein Text-Area, wo man die Daten halt inline einfügen kann. Wenn es nicht zu viel ist, würde ich mal sagen, das ist fast praktisch. Man kann aber auch in der Reference Checkbox anklicken und dann einfach nur eine Hilfe geben. Und der DPS würde ich das dann dementsprechend selber von dort holen. Ja, für wenn man von Visual Data, wie zum Beispiel Glück, gibt es halt auch einfach Textfeld. Das Ergebnis, muss man einfach mal anlegen, was wir haben will. In dem Fall gibt es jetzt nur eins, aber es kann halt vorkommen, dass ein DPS mehrere Outputs anbietet und dass man sich halt hier für eine der mehreren entspricht. Okay, ja, jetzt ist ein ganz spannendes Thema, finde ich, beim aktuell. Im Rahmen von OpenStreetMap sind halt so jährliche Projekte vom Open Geospatial Consortium, wo verschiedene Partner der ganzen Welt zusammenarbeiten und halt die Services sozusagen auf festen Testen, auf Qualität und auf Neuerungen versuchen und dann dort zu testen auch. Und was in der Szene im aktuellen Testbild ist passiert, ist, dass dort ein Provenance Encoding basierend auf ADF entwickelt wurde, was halt jetzt speziell für den GPS Daten, Informationen über die verwendeten Input-Daten und über den Prozess selber enthält, sodass halt über das Ergebnis des Prozesses dementsprechend sehr viele Informationen zur Verfügung stehen. Das basiert auf einer Technologie, die auch jetzt im Testbed entwickelt wurde. Und es ist halt so, dass diese Semantik hält jetzt Einzug in den GPS speziell und sie versucht, das jetzt auch für andere GC-Services zu entwickeln. Wie sieht das Ganze aus? Also die App kann halt in dieser Triple-Form kommen. Ich würde das gehen halt aus einem Subjekt, einem Prädikat und einem Objekt. Und hier werden jetzt halt im ADF Informationen kodiert über die verwendeten Features für den Prozess. Zum Beispiel jetzt hier ein Beispiel USGS-Feature in einem Datenformat von USGS, in der National Map. Man kann Informationen kodieren über Hierarchien, zum Beispiel das OBS-Feature, die Subklasse vom OBS-Feature. Dann kann man Informationen über die Geometrie und Attribute der Features inkludieren und diese auch noch weiter. Da kann es in Detail gehen, die Position von diesen Features, das ist halt ein Punkt.
Wir finden nur ganz welche Informationen über die Blending Features. Dann kann man, wie gesagt, auch den Prozess an sich beschreiben oder die Ausführung. Was ist da überhaupt passiert? Im Fall ist bei Execution Entity, Entität genannt, die zum Beispiel jetzt einen generischen Prozess benutzt hat in der Version 1.0. Diese Exekution hat halt nicht sehr lange dauert, wie ich sehe, aber man kann halt Startung und Startzeit und Zeitpunkt vergeben. Und man kann diesen Prozess auch noch weiter beschreiben. Zum Beispiel ein Prädikat Agent, das jetzt in diesem Fall auf mich zeigen würde. Ich hätte auch eine Kontrolle gehabt, der Entwickler von diesem Prozess. Und das gibt noch viel, viel mehr. Das ist sehr, sehr spannend. Das wird jetzt nächste Woche auf dem PC in der PC treffen, die vierte Jahre stattfinden, glaube ich. Da gibt es da eine ganze Reihe von Präsentationen. Also ich kann nur ans Herz legen, wenn die dort Mitglied sind, sich dort einzuwählen. Es wird auch, im Laufe dieses Jahres, es wird nicht mehr zum GC passieren, aber im Laufe des Jahres ein Engineering Report geben vom GC, wo halt dieses ganze Konzept beschrieben wird und auch wie das auf dem GPS angewendet wurde. Es sind halt wirklich weitere Schritte geplant. Hier geht es wirklich davon, dass wirklich Special Interest Group aufzugründen beim OTC, die sich mit Semantik und Web Services beschäftigt. Wir speziell von FiveN werden versuchen, das in unser Projekt mit aufzunehmen, sodass es für jeden Prozess möglich sein wird, da auch diese Governance-Informationen zu bekommen. Okay. Nochmal einen Schnitt und hier ist ein Testing. Das ist im Hintergrund. Wir hatten Ende 2012 einen sehr Kurzsprint bei uns, zusammen mit ein paar Leuten von USGS. Und dort haben wir halt für den UGS auch Integration Tests entwickelt. Die wirklich diesen Service, einen laufenden Service, auch jetzt und den Testen, durch eine Art von Requests entschicken, Wieder-Requests und immer wieder, die dann dementsprechend in einer Exception münden sollten. Und wir haben halt dort Tests, einmal Get, die Value-Pair-basierte Anfragen und Post, XML-basierte Anfragen für die drei möglichen Operationen von WPS. Ja, im Zuge dieses Codespins oder gibt es danach noch so ein paar, da gibt es auch was vom OGC eigentlich. Sogenannte Compliance-Tests. Kurz, was ist das überhaupt? Jeder OGC-Standard hat im Anhang einen sogenannten Abstract-Test-Suite, wo halt Tests geschrieben werden, wie man das, was in die Karte geschrieben ist, halt testen kann. Und wenn man die Tests, wenn ein Service diese Tests alle besteht, dann zeigt das halt, dass wir die bestehen. Logischerweise, dass der konform ist mit dem Standard, das ist halt sehr wichtig für die Mobilität, für das ganze Zusammenspiel von Clients und Server. Wenn man das Beispiel jetzt wieder Test 2.0 nimmt, speziell da die Testklasse, Conformance Class genannt, Lese-WFS. Und wenn man WFS unterstützt, dann wissen die Clients ganz genau, was sie da erwarten können, wenn sie die Tests dort hinschicken. Ja, da gibt es auch gedacht, auch was für den WPS. Ja, aber es gibt 2007
7, seit der WPS 1.0 rausgekommen ist, noch kein Release für Tests, sondern nur eine Beta-Version. Der Version 1. Und die haben uns dann halt im Laufe des letzten Jahres mal angeschaut. Am Anfang hat der WPS vom Platz halt Schnelltests bestanden. Aber das lag nicht nur an uns, sondern auch zum Teil an Testscripts, in den Testscripten, dass es da so hin und her ging, Bugfixing stattgefunden hat. Und in der aktuellen Version, in der Beta Version 2, geht der WPS alle Tests, aber dann ist den Testern uns aufgefallen, dass die Tests gar nicht den, dementsprechend, was in dieser Transfer-Test-Typ von WPS spezifiziert ist. Zum Beispiel wird in dem Compliance-Test überhaupt nicht diese Execute-Information getestet. Ja, wenn wir dann mal zurückgucken zum Transfer-In-WPS, das heißt ja dann, dass wir eigentlich schon mehr machen als die Compliance-Tests. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, die Execute-Tests durchzuführen, weil, wie schon erwähnt, man weiß nie so recht, was man da alles Input oder Output erwarten kann. Das ist nicht offen gelassen in der WPS-Spezifikation. Das heißt, Tester können gar nicht genau wissen, ja, was sie dort hinschicken sollen. Wenn dann ein Fehler zukommt, kann man wissen, ist das jetzt ein Fehler auf dem Datentyp oder ist der WPS falsch implementiert. Und das ist auch nicht möglich für alle möglichen WPS überhaupt Testdaten reinzustecken. Noch dazu geht es eigentlich so sehr gar nicht darum, die Daten zu testen, sondern wirklich nur, dass die Tests, die Responses, die zu den WPS geschickt werden, dass die von den WPS zurückkommen, dass sie halt valide sind und der Spezifikation entsprechen. Ja, und was wir jetzt auch so ein bisschen im Zusammenspiel mit den Entwicklern der Tests gesprochen haben, ist, dass wir festlegen, dass es einen Sicherheitsprozess gibt, einfach, den jeder WPS implementieren muss, zumindest wieder getestet werden will. Und der Wert kann alles längere Werte, die drei verschiedenen Datentypen, die es im WPS gibt. Triple Data, Granular Datentypen, Bounding Box, denke ich, spiele selbst. Und Complex Data für Dinge wie DNL. Aber da ist halt auch keine Grenze gesetzt, was man dort als Daten haben will. Und die werden einfach jeweils wieder vorgegeben vom Prozess. Das heißt, im Prinzip müssen sich die Tester auch keine Sorgen machen, was sie da schicken. Das kommt ja einfach direkt wieder zurück. Und so könnten wir halt einmal testen, ob der WPS im Prinzip diese drei Datentypen unterstützt und ob der halt entsprechend auf valide Richter-Request reagiert. Das Ganze müssen wir dann auch synchron implementieren, dass halt auch unsere Verhalten im WPS auch testbar ist, Verhaltensanfragen oder Ergebnisanfragen. Okay, jetzt vielleicht ganz kurz noch, wir haben das halt besprochen mit den Testentwicklern, das fand ich wirklich durch, aber der WPS 2.0 ist wichtig, die gerade die Bilder 2.0 von Standard gemacht, wir das halt auch diskutiert. Und das wäre hoffentlich der Testschief, wenn wir das 2.0 drin haben. Ganz kurz noch zum WPS 2.0. Ist das vielleicht nur so fliegen. Ja, warum ist es überhaupt? Reicht der 1.0 Standard nicht aus? Ja, da gab es eine ganze Reihe von Change-Tests für. Also Änderungsvorschläge, oder auch Fehler im direkten Standard. Und diese kümmert sich halt um WPS 2.0. Gruppe am UGC, 34 Change-Tests gab es, ein Großteil wurde angenommen. Ja, ganz kurz,
womit wir rechnen können mit der S3.0. Besser gesagt, das ist alles noch in der Burg. Also nicht so sehr draufkosten. Also sozusagen, was wir haben, werden doppelte Inputs. Das heißt, dass für Input Data wiederum andere Input-Datentypen als Subgruppe erlaubt sind. Damit erreichen wir halt ein bisschen bessere Strukturierung von Inputs und wir können auch eine Beziehung herstellen zwischen den Inputs. Das gibt es auch in S3.0 im Prinzip. Vielleicht gucken wir noch rein in den Slick. Lernen sich ein, das ist auf jeden Fall möglich per Remote. Und mit der S3.0, wenn man es raus ist, werden die halt praktisch noch auf eine neue Entwicklungsebene, Linie von BPS anfangen, BPS 4.0. Und dann auch die Stärkung. Ja, Dankeschön. Okay,